Jo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Community Time an einem etwas anderen Ort. Und zwar bin ich jetzt mal draußen. Ich dachte, die Gelegenheit, jetzt mal draußen zu filmen, ist da. Also mache ich das doch einfach mal. Community Time das erste Mal heute draußen. Kleine Special Edition, meine Freunde. Hoffentlich passt der Ton so von der Qualität her. Ich habe jetzt nur so ein Aufsteckmikrofon oben dran, weil dieses Ansteckmikrofon, da fehlt der Griff dran. Ich öffne meine App. Boah, heilig. Nein. Okay, ich sollte vielleicht Internet anmachen. Wäre schlau. Wer möchte, wer mehr so draußen was sehen will, kann natürlich gerne einfach mal was reinschreiben. Wer aber mehr auf so ein Gameplay im Hintergrund steht, kann es auch gerne machen. Gönnt euch einfach die Folge jetzt draußen. Fangen wir mal an mit dem ersten Kommentar. Der kommt von Vance. Und der schreibt, was war eigentlich der Luftmatratzen-Insider? Und wenn du den Luftmatratzen-Insider nicht kennst, es ist leider ein wenig mad, denn der war ziemlich witzig und ja, das ist halt so passiert. Meine Schwester geht in mein Zimmer und die hat halt gefragt, Moritz, wo ist die Luftmatratze? In mein Zimmer. Ich so, hä, warum sollte mein Zimmer eine Luftmatratze sein? Und ja, so kam das dann so instande im Stream, total eskaliert und ja. Der liebe Nexy schreibt, mein Mathelehrer hat die gleiche Brille wie du. Alles klar, okay, da werde ich mir auf jeden Fall mal ganz dezent eine neue kaufen. Das ist auf jeden Fall ziemlich merkwürdig, weil ja, ist ja eine recht moderne Brille. Das ist außerdem nur meine Ersatzbrille, ich habe eigentlich noch eine andere. Der liebe Silber schreibt, Community Time, kann ich mal mit dir talken? Hab auch Premiere Pro, kann das nicht so gut wie du. Du kannst mit mir talken in, es gibt manchmal so Community-Skype-Gruppen, da musst du mich einfach auf Skype anfragen, dann, wenn du Glück hast, dann kommst du dann da rein. Dann können wir auch gerne mal miteinander reden. Und Premiere hast du auch, aber kannst nicht so gut wie du, das ist einfach eine Übungssache. Also das wird, irgendwann könnt ihr das auch, wenn ihr da ein bisschen Arbeit reinsteckt und ja. Der liebe Trakes MC schreibt, frag Moritz, wie viele Zuschauer waren es eigentlich? War nicht dabei. Da muss ich sagen, es waren teilweise 125 Zuschauer. Gestern im Stream ist ein bisschen in die Hose gegangen, weil Unity Media sich dachte, ich muss jetzt die ganze Zeit rumbuggen und hat dann nicht funktioniert. Mann. Und dann muss ich um 22.15 Uhr oder 23 Uhr ungefähr schon aufhören. Ja, das halt einfach so mega scheiße war. Der liebe Momo Vlog schreibt, kannst du mal uns dein Haus zeigen? Nein, danke. Nämlich irgendwann fängt halt Privatsphäre an und ich werde euch nicht mein Haus zeigen. Meine Eltern wären da auch total nicht einverstanden mit. Also wenn ich euch mein Haus zeigen würde, dann wäre mein YouTube-Kanal ziemlich schnell gelöscht. Der liebe Saftbefehl schreibt, warum streamst du immer so spät an deinen Schultagen? Das liegt daran, weil ich abends immer viel mehr Laune habe zu streamen als irgendwie morgens oder so. Hab das einmal gemacht, hatte auch wirklich richtig Bock bekommen. Nur irgendwie diese Motivation, das anzufangen, ist nicht da. Aber wenn ich dann anfange, habe ich dann schon richtig Bock. Nur geht es jetzt an zu regnen? Nee, danke. Der liebe Slime HD schreibt, hey, ich habe dich gerade durch das Setup-Video gefunden, bin ein kleiner PC-Streber. Hast du einen eigenen TS oder einen MC-Server? Ja, ich habe mal früher einen MC-Server und einen TS gehabt, aber beides ist jetzt weg. TS muss ich nochmal überlegen. Minecraft-Server ist halt, also ich weiß nicht, ob ich mir alles neu holen soll, aber TS ist halt ziemlich cool gewesen. Minecraft-Server war noch cooler wegen den Streams, aber kostete sehr viel Geld und im Moment habe ich das Geld einfach nicht. Liebe FakerTV schreibt, mir fällt gerade auf, dass deine Facecam teilweise über den Facecam-Rahmen hinausgeht. Diesmal geht's nicht. Was ist das? Was? Der liebe Mr. Stefan.de schreibt, wer das don't liked, ist dumm. Digga, damit wäre ich raus. Das ist, glaube ich, bis jetzt das dümmste Kommentar, was ich jemals bekommen habe, Alter. Weiter geht's mit Marcel Bodora. Das ist auch das letzte Kommentar für heute. Das ist auch das Beste, würde ich auch heute einfach mal sagen. Denn da steht einfach cool Video. Auf jeden Fall freut mich, dass das cool Video ist. Und wenn dieses Video auch cool Video ist. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne eine positive Bewertung da. Wenn ihr öfter mal das draußen sehen wollt, es ist auch gerade relativ früh für mich und ich gehe gleich wieder in die Eishalle, dann lasst doch auch gerne eine positive Bewertung da oder schreibt einfach rein, ob ihr das nochmal sehen wollt. Und ich finde es eigentlich ganz gechillt so draußen und haut rein. Wir sehen uns bis zum nächsten Video. Ciao!